Ja, hallo und schönen guten Tag bei Likebike. Heute möchte ich Ihnen ein neues Modell vorstellen von uns, und zwar den Likebike 29 Express. Ja, wie man sehen kann, haben wir hier wieder mal ein Dreirad, was die Aufteilung von hinten zwei Räder und vorne ein Rad hat. Wie man sehen kann, verfügt das Fahrzeug über drei Scheibenbremsen und jeweils hinten zwei Motoren, also jeweils in einem Rad ein Motor, die mit 800 Watt ausgestattet sind. Also wir haben hier 2x 800 Watt, 60 Volt und 26 Ampere zur Verfügung. Von diesem Modell haben wir zwei Sorten, und zwar einmal mit der 60 Volt und 26 Ampere Lithium-Batterie, aber wir haben dazu auch eine Variante, was 2x 60 Volt und 26 Ampere ist. Also das heißt, das Gerät hat dann zwei Batterien. Ja, fangen wir mal von vorne an. Also wie man sehen kann, haben wir hier vorne einen schönen großen Platz, wo man eventuell für Pizzalieferanten oder etc. Korb, was auch immer man befestigen kann. Ich weiß, ja, momentan ist die Lampe an. So, dann haben wir auch Scheinwerfer zur Verfügung. Die Lampe ist natürlich in LED-Technik. Ich weiß nicht, ob das man momentan sehen kann. Natürlich haben wir hier Blinker auch. Einmal links, einmal rechts. Das sieht optisch, sage ich mal, sehr schön aus. Wenn wir weiter zum Lenkrad kommen, kann ich zeigen. Also hier haben wir für den Fernlicht. Da haben wir die Digitalanzeige. Da können wir sehen, mit wie viel km/h wir fahren, in was für ein Fahrmodus wir sind. Wir sind momentan in Fahrmodus 3 und wie der Zustand von der Batterie ist. Aber zu der Batterie kommen wir noch später noch. Hier auf der linken Seite haben wir natürlich jeweils für den Blinker die Taste, für das Fernlicht, für den Warndreieck-Funktion. Hier unten haben wir die Hupe. Auf der rechten Seite können wir hier das Licht einschalten. Und hier darunter haben wir die Fahrmodis, also wo man die Fahrmodis auswählen kann, den Hebel. 3 ist die höchste Stufe, da fährt das Gerät am schnellsten, und in der 1, in der 2 ist es ein bisschen gedrosselt. Dann haben wir hier unten nochmal den Rückwärtsgang. Den Rückwärtsgang können wir so betätigen, dass wir das Fahrzeug quasi die Rückwärtstaste gedrückt halten und den Gashebel gleichzeitig ziehen, und dann fährt das Gerät rückwärts. Und hier unten die letzte Taste, die ist wieder mal die Hupe. Ja, wie Sie gesehen haben, ich bin mit dem Fahrzeug so stehen geblieben, dass ich momentan keinen Ständer benutzt habe. Wenn der Operateur mal rüberkommt, hier auf die Seite, können wir sehen, dass das Fahrzeug hier links über einen ganz normalen Ständer verfügt. Wenn ich hier quasi die Handbremse löse, das ist für die hinteren Scheibenbremsen, wenn ich das löse, dann fällt das Motorrad quasi automatisch oder neigt das in die eine Richtung, in unserem Fall natürlich nach links. Und wenn wir aber den Hebel ziehen und quasi die Bremse festhalten, dann ist das Motorrad fest. Aber hier mit diesen kleinen Parkbremsfunktionen können wir das Motorrad quasi locken. Also das ist im gelockten Zustand, der Ständer ist auf, aber das Motorrad kippt trotzdem nicht um. Ja, wenn wir hier weiter gucken, haben wir hier zwei Fußständer, wo man ganz bequem die Füße ablegen kann. Das ist super bequem zum Fahren. Ich finde es eine ganz tolle Idee, wie die das hier gelöst haben. Hier links unten unter dem Lenkrad haben wir einen kleinen USB-Anschluss, wo wir Handy oder kleinere Elektrogeräte natürlich laden können. Hier haben wir einen kleinen Minifach. Da passt, denke ich mal, vielleicht ja, ein Becher rein oder Schlüssel. Wenn wir den Schlüssel hier mal rausnehmen, können wir hier unten die Akkus anschauen, die wir ganz einfach, wenn wir den Schlüssel umgedreht haben, hier das aufklappen, und wenn wir hier
quasi den Deckel abnehmen. Hier befinden sich unsere zwei Lithium-Batterien. Und so, wenn wir den Deckel wieder drauflegen, so mit einem einfachen Handgriff, das wieder zurückklappen und den Schlüssel einmal, wenn der Schlüssel auch will, den Schlüssel einmal drehen, dann haben wir das wieder gesichert. Das ist auch natürlich dazu da, dass keiner unsere Akkus quasi entnimmt. Dann können wir wieder das super schließen. Also, wenn wir das laden möchten, haben wir hier unter den Sitz, wenn wir das einmal drücken, haben wir hier den Stecker dafür. Aber natürlich, wenn Sie das in der Wohnung laden möchten, können Sie, wie wir vorne oder wie wir eben so gezeigt haben, die zwei Batterien rausnehmen oder Batterien rausnehmen und dann können wir das ebenfalls in der Wohnung laden. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Haken unter dem Sitz. Da könnte man eventuell ja, Einkaufstasche drauflegen oder hier vorne haben wir auch noch eine Möglichkeit, um die Einkaufstasche draufzulegen, damit das während der Fahrt noch sicher nach Hause ankommt. Wie vorne, wie hinten haben wir eine Federung. Und ja, wie schon gezeigt, also ich zeige das nochmal, momentan ist der Ständer auf. Wenn wir das Gerät einschalten, Bremse ist quasi jetzt, die Handbremse ist an. Also das können wir hier ausmachen. Jetzt habe ich die Bremse gezogen, Gerät ist an. Und wenn wir jetzt ziehen, muss ich die Beine nicht ablegen, um fortzufahren. Können wir ganz einfach losfahren. Und wie Sie sehen können, durch die drei Räder ist das Fahrzeug super agil. Kann man schön neigen. Und wenn man zum Beispiel bei einer Ampel, wieder einer roten Ampel stehen bleiben muss, drückt man die Bremse, das habe ich ein bisschen fest gedrückt, aber wenn das man ein bisschen sanfter zieht, bleibt das Fahrzeug fest in Position. Und das ist super geeignet, denke ich mal, für Menschen, die eventuell mit den Beinen ein bisschen Schwierigkeit haben, die Beine abzulegen oder nicht so sicher sind, einfach die Bremse hart ziehen und dann ist das Gerät fest und dann wieder mit Gas losfahren. Und so muss man quasi nicht das Bein ablegen. Wie gesagt, Rückwärtstaste drücken, dann können wir auch rückwärts fahren mit dem Gerät. Das ist eher dazu gedacht, dass man von der Garage oder ein bisschen engeren Passagen rausfahren kann und ansonsten wieder Vordergang ziehen. Und wir können wieder super stehen bleiben. Noch ein paar wichtige Informationen. Also das Gerät hat eine maximale Gewichtszulassung von 200 Kilo. Also wie man sehen kann, auch ich mit meinen 118 Kilo fährt das Gerät super schnell auf 45 km/h. Wenn wir schon bei den Kilometern sind, also das Gerät fährt mit zwei Akkus um die 60, zwischen 70 Kilometer. Das hängt jeweils von den Wetterverhältnissen ab. Und natürlich auch von Eigengewicht von dem Fahrer und die Zustände, wo man fährt. Ob man den ganzen Weg nur bergauf fährt, bergrunter oder eben halt auf einer geraden Strecke fahren. Von den Farben her haben wir hier einmal in Schwarz, wir haben einmal Rot und wir haben einmal das Modell nochmal in Weiß. Falls Ihnen das Video gefallen hat von uns, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal LikeBike. Falls Sie Fragen haben, können Sie gerne da unter dem Video darunter schreiben oder Sie besuchen unsere Facebook-Seite oder gehen auf unsere Homepage, da finden Sie auch unsere Telefonnummer. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und auf Wiedersehen.